Egal ob Homeoffice oder Großraumbüro, ohne Drucker geht es nicht. Allein im Jahr 2016 wurden weltweit rund 100 Millionen Drucker verkauft. Doch unterscheiden sich Systeme von unterschiedlichen Herstellern eigentlich voneinander? Oder ist Drucker gleich Drucker? Das wollten wir herausfinden und haben dazu vier Modelle einem echten Marathontest unterzogen. Wir wollen wissen, welche Unterschiede bestehen zwischen den Druckerherstellern. Dazu lassen wir vier vergleichbare DIN A4 Farblaserdrucker von Lexmark, Kyocera, Brother und Ricoh gegeneinander antreten. Dabei bringen wir die Maschinen an die Grenze ihrer Belastbarkeit. So muss jedes System 100.000 Seiten drucken. Weit mehr als für Geräte dieser Preisklasse üblich ist. Laut Hersteller sind die eigentlich nicht für 100.000 Seiten gemacht, die Drucker. Aber der ein oder andere Hersteller gibt in seinen Angaben über das monatliche Einsatzvolumen schon sehr utopische Zahlen an. Das Ricoh-Gerät beispielsweise ist bis zu 70.000 Seiten in besonderen Fällen, sag ich mal, ausgelegt. Und da sind 100.000 Seiten so viel nicht mehr. Werden die vier Wettbewerber unseren Marathontest bestehen? Lassen sich Unterschiede feststellen? Die Regeln. Jedes System muss 100.000 Seiten drucken. Dazu werden die Maschinen von uns kontinuierlich mit Toner und Papier versorgt. Zudem darf sich jedes System die Abkühlungspausen gönnen, die es benötigt. Am Ende bewerten wir die Produktivität, die Qualität der Ausdrucke, die Handhabung sowie die Umwelteigenschaften der einzelnen Modelle. Besonders wichtig ist es uns, diesen Test möglichst umweltfreundlich durchzuführen. Wir wollten in diesem Test natürlich nicht für die Tonne drucken. Deswegen haben wir versucht, bei den Verlagen, die in unserem Verlagshaus ansässig sind, Druckaufträge zu bekommen, damit wir zum einen nicht für die Tonne drucken, zum anderen, damit wir auch möglichst realistische Druckaufträge drucken konnten. Also so, wie es in einem normalen Büroalltag vorkommt. Darüber hinaus haben wir auch ein Malbuch von unserer Grafik herstellen lassen, was wir 100.000 Mal gedruckt haben und in den Kindergärten da eigentlich in der ganzen Nation verteilt haben. Wir sind gespannt, ob die Systeme unseren Test bestehen. Die 100.000 Seiten fordern den A4 Laserdrucker nämlich einiges ab. So befindet sich im Inneren eines jeden Laserdruckers eine rotierende Walze, die sogenannte Bildtrommel. Diese wird negativ aufgeladen und anschließend mit einem Laser beschossen. An den Stellen, an denen der Laserstrahl die Trommel trifft, bleibt dann der ebenfalls negativ geladene Toner haften. Dieser wird dann im nächsten Schritt auf das Papier übertragen und mit einer Temperatur von ca. 160 Grad fixiert. Für Farbausdrucke kommen daher vier solcher Bildtrommeln zum Einsatz. So entsteht Seite um Seite. Bei 100.000 Blatt eine enorme Anforderung an die im Drucker verbauten Materialien. Dabei werden nicht alle Systeme unseren Test bestehen. Nach 15.000 Seiten gibt es einen Ausfall zu beklagen. Für den Lexmark-Drucker ist kein Toner mehr verfügbar. Das Lexmark-System ist ganz neu gewesen und das Gerät gab es schon zu kaufen. Was wir nicht wussten ist, dass es nach der Ersttonerbefüllung bei Lexmark Lieferschwierigkeiten gab. Und es war weder bei Lexmark direkt noch bei anderen Zulieferern haben wir die Möglichkeit gehabt, irgendwie an Toner zu kommen. Und nach 3 Wochen haben wir uns dann entschieden, das Gerät aus dem Grund aus dem Test zu nehmen, weil alle drei Drucker gleichzeitig drucken sollten. Der Lexmark ist somit leider raus. Für die anderen drei Geräte heißt es dafür aber weiter durchhalten. Geschäftsbriefe, Malvorlagen, Flyer. Über mehrere Wochen druckt die Redaktion und druckt und druckt. Dann endlich ist es soweit. Der Ecosys P5021 CDW von Kyocera überschreitet als erstes die Ziellinie von 100.000 Seiten. Die Modelle von Ricoh und Brother hingegen benötigen deutlich länger. In puncto Leistungsfähigkeit gab es bereits erste Unterschiede. Der Kyocera-Drucker benötigte nur wenige Abkühlungspausen und hat die Ziellinie mit Abstand als erstes überschritten. Kommen wir daher zur Punktevergabe für die Produktivität. Kyocera hat deutlich die Nase vorn und erhält 6 von 6 Sternen. Dahinter kommt der Brother mit 4,5 Sternen.
Schlusslicht bildet das Ricoh-Modell, das deutlich nach dem Kyocera-Drucker die 100.000 Seitenmarke erreichte. Hier vergeben wir 2 Sterne. Wie sieht es aber mit der Qualität aus? Im Punkt Qualität gibt es kaum Unterschiede. Und die Qualität hat sich sowohl bei 50.000 als auch bei 100.000 Seiten kaum verändert. Und wir hätten nicht gedacht, dass die 4 Drucker das oder die 3 Drucker das so gut schaffen. Volle Punktzahl daher für alle Systeme in der Qualität. Als nächstes steht die Handhabung auf dem Prüfzettel. Wie hat sich unser Trio hier geschlagen? Also die Handhabung ist definitiv beim Kyocera am einfachsten. Da muss man nur ab und zu Papier wechseln, neuen Druckauftrag machen und Ton auswechseln. Aber anderweitig von den normalen Sachen muss man da kaum was ändern. Der Ricoh nimmt Platz 2 ein. Der ist zwar wesentlich langsamer als die anderen beiden, aber macht auch nicht allzu viele Probleme. Und der Brother ist Platz 3. Der hat wirklich einige Probleme gemacht. Man muss öfters auch andere Sachen als den Ton auswechseln. Das System reagiert öfter nicht und ist somit letzter Platz. Auch bei der Handhabung geht der Sieg also an Kyocera. Wir vergeben hier 5 Sterne. 4 Sterne gehen an Ricoh und 2 Sterne erhält Brother. Bleibt noch das letzte Prüfkriterium, die Umwelteigenschaften. Hier sind die Unterschiede besonders gravierend. Ja, der Unterschied in der Abfallmenge war schon enorm. Beim Kyocera sind das ja nur kleine Tonerkassetten und beim Ricoh und beim Brother ist in den Verpackungen noch Styropor und Plastik drin und da die noch eigene Rollen haben, sind die deutlich größer. Und wenn man sich dann über den ganzen Verlauf die produzierte Abfallmenge anguckt, ist das schon ein ziemlich großer Unterschied. Auch in der Kategorie Umwelteigenschaften geht der Drucker von Kyocera als Sieger hervor. Verdiente 6 von 6 Sternen. Auf Platz 2 Ricoh mit 3 Sternen. Brother erhält aufgrund der großen Abfallmenge nur 1 Stern. Nach 100.000 Seiten fällt unser Urteil somit eindeutig aus. Der Kyocera-Drucker holt in unserem Marathontest 23 von 24 möglichen Facts-Sternen und geht damit als Sieger hervor. Platz 2 belegt Ricoh mit insgesamt 15 Sternen. Dicht dahinter der Brother mit insgesamt 13,5 Sternen. Damit steht fest, es gibt sie. Die kleinen, aber feinen Unterschiede beim Drucken. Drucker ist nicht gleich Drucker. Zumindest nicht in allen Kategorien. In Sachen Qualität haben alle 3 gleich abgeschnitten. In Sachen Produktivität liegt der Kyocera ganz glatt vorne. Und in Sachen Umwelt ist Drucker überhaupt nicht gleich Drucker, weil so unterschiedliche Mengen an Papiermüll und an Kartuschen und so angefallen sind, dass man da schon drauf achten sollte beim Kauf.